Wir sind in Pontevedra, da wo die deutsche U21 ihre Vorrundenspiele bestreitet und da wo sie auch wohnt, haben Zeit und Gelegenheit mit Eloy Morante Maldonado zu sprechen. Ein bisschen über Handball natürlich, aber auch ein bisschen über dich und ein bisschen vielleicht auch über das Land, in dem diese U21-WM stattfindet. Ich habe es gerade gesagt, wir sind in Pontevedra. Ich glaube, ihr seid erst ein paar Tage hier, also bis zum großen Lagerkoller ist noch ein bisschen Zeit. Es ist trotzdem schön, in so einer Stadt zu sein, wo man ganz offensichtlich aus dem Hotel rausgeht und ein bisschen was machen kann auch? Ja klar, hier gibt es eine Menge Cafés, eine Menge Bars. Da kann man jetzt auch mal ein bisschen durch die Stadt bummeln. Heute ist ja wieder ein Restday. Ich denke, da werden wir auch so ein bisschen aus dem Hotel mal rauskommen, weil ich glaube, das tut keinem gut, da zusammen zu hängen. Und ja, finde ich schon nicht schlecht hier. Man merkt dir an, bist relativ entspannt irgendwie noch, wenn man euch so verfolgt auf Social Media. Hat man auch gestern nach dem Spiel gesehen gegen Dänemark, dass die Stimmung jetzt nicht ganz so schlecht war, wie man vielleicht erwarten konnte. Also so eine erste Niederlage wirft euch offensichtlich nicht zurück. Ja, natürlich. Also es bringt jetzt auch nichts, die Köpfe hängen zu lassen. Klar, nach dem Spiel war jeder schon so ein bisschen unzufrieden. Klar, man war auch sauer, aber mit der Mannschaft kann man schnell sich wieder aufrappeln und natürlich auch wieder im Hotel an was anderes denken. Bleibt trotzdem so ein bisschen die Frage nach der Analyse. Ihr macht immer nach den Spielen eine Analyse, habt jetzt Argentinien analysiert, Dänemark. Sprichst du viel auch mit Henrik Schreiber, Rückraum Mitte, so, was die Kreativität angeht? Was kann man da verbessern? Ist es das, was auch so gegen Dänemark ein bisschen gefehlt hat? Ja, vielleicht schon auch, ich finde, ein bisschen die Cleverness, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir haben ein paar Fehlwürfe gehabt, die wir halt auch nicht machen müssen. Ja, wir haben jetzt direkt nach dem Spiel gestern eine Besprechung gemacht. Der Pitti schneidet uns immer Videosequenzen und das wird dann halt direkt analysiert. Jetzt gleich haben wir wieder eine größere Besprechung. Da wird, denke ich, auch nur erstmal das Spiel aufgegriffen und so ein bisschen Hinblick auf das Training jetzt gleich für morgen gegen Chile. Ja, es gilt jetzt zu analysieren, aber auch nicht zu viel sich damit zu beschäftigen, weil es geht ja auch schon wieder weiter und ins nächste Spiel. Ist für dich, für eure Generation im Prinzip so die letzte U21-WM, ne? Sowieso eine besondere Geschichte. Ist es für dich noch ein bisschen spezieller, weil es eben in Spanien ist? Du hast einen spanischen Background, kommst aus einer spanischen Familie. Ist es besonders für dich, hier zu spielen? Ja, schon. So ein bisschen. Viele Verwandten von mir schreiben mich an über Social Media, über Briefe, rufen mich an. Klar, ist ein bisschen ist besonders, aber wie gesagt, ich fühle mich ja mehr als Deutscher, deswegen ja, bin ich froh, dass man hier so ein bisschen beide Nationalitäten so ein bisschen hier viel wiederfindet. Wird es die große Familienzusammenführung vielleicht geben, wenn so der spanische Teil, der eben noch hier in Spanien lebt, vielleicht mal die Chance hat, ein bisschen näher ranzukommen? Oder was passiert noch? Was habt ihr geplant als Familie? Also mein Vater wird auf jeden Fall mich besuchen kommen. Vielleicht gibt es eine große Überraschung, es kommen ganz viele, aber das weiß ich bis jetzt noch nicht. Also ich denke eher nicht, weil wir eher meine Familie aus dem Süden kommt. Okay, also wer einmal quasi quer durchs Land ist, wahrscheinlich dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Wie sieht es sonst so aus so in deiner Rolle neben dem Sportlichen? Also Yannick hat in Barcelona gespielt, klar, spricht auch ein bisschen Spanisch. Machst du ein bisschen Fremdenführer hier oder so? Also ich meine, einen Kaffee wird jeder der Jungs bestellen können, aber ja. Was ist so deine Rolle außerhalb vom Sportlichen? Ja, also ich bin ganz klar hier der Dolmetscher, Übersetzer. Immer wenn irgendwie was am Buffet gibt, was sie nicht verstehen, ja, was heißt das? Oder frag mal hier. Klar, ich kann ja die Sprache und das nehme ich auch an und helfe ich den Jungs dann auch ein bisschen. Vielleicht nutzen wir das Angebot, was er quasi indirekt gemacht hat und gucken uns tatsächlich noch ein bisschen Pontevedra an, bringen ihn aber natürlich pünktlich zur Besprechung wieder zurück. Eloy, vielen Dank. Dankeschön. Und viel Erfolg für die nächsten Spiele. Dankeschön. Dankeschön.